Ein Tag im Zeichen des Klimanotstandes oder Klimavorbehalt oder Klimabeschlussvorlage, wie auch immer wir das nennen wollen. Wir hatten sehr viele Themen vom, ja, den Paris-Beschlüssen über die Perspektive der Länder. Konkrete Beispiele, wie sieht Klimanotstand bzw. die Umsetzung des Klimanotstandes in den einzelnen Kommunen aus? Bis zu ganz, ganz vielen Einzelfragen, wie wir das sozusagen im Alltag der Kommunen umsetzen. Und ich habe jetzt die wunderbare Situation, dass ich die vier Leute, denen wir teilweise oder größtenteils diesen heutigen Tag zu verdanken haben, jetzt grillen darf. Nein, machen wir das ganz einfach. Erstmal spontaner Eindruck. Ihr Eindruck vom heutigen Tag. Mit Mikrofon bitte. Sehr lebendig auf jeden Fall. Also ich finde, es kamen sehr viele, auch für mich, und ich beschäftige mich jetzt schon durchaus mehrere Monate intensiv mit diesen Fragen rund um den Klimanotstand, wirklich neue Erkenntnisse, dadurch, dass wir aus so vielen verschiedenen Bereichen zusammengekommen sind. Und das finde ich sehr, sehr hilfreich und bereichernd. Herr Bohr. Ja, ich fand es auch spannend, aber mir geht immer noch die Frage durch den Kopf, wie hält man den Elan, den ich am Anfang gespürt hatte, aufrecht? Ich glaube, ohne den Druck von der Zivilgesellschaft wird das nicht klappen. Kaffee. Herr Schütz, was nehmen Sie mit? Ich habe die erste Frage nicht verstanden, aber wiederhole ich. Ich nehme heute mit, es ist ein unheimlicher Elan hier in der Organisation war, genau. Und auch so ein bisschen Betroffenheit, eigene Betroffenheit, dass es doch so viele Leute gibt, die gute Ideen haben, die aber nicht umgesetzt werden. Und dass wir da irgendwie nochmal ran müssen, auf welchem Wege auch immer. Okay, Peter. Genau, also ich schließe mich an, also es war inspirierend, aber wirklich eher, dass jetzt mehr die Schwierigkeiten, die Probleme offenkundiger werden, als man ursprünglich gedacht hat. Wir hatten ursprünglich mal gedacht, wir machen Musterresolution und haben einen Plan irgendwie, dass alles geht, und jetzt stellen wir fest, oh je, der Teufel steckt im Detail, es ist doch nicht so einfach, und jetzt sind ganz viele neue Fragen aufgetaucht, und da muss man sich natürlich gucken, wie es auch weitergehen kann. Genau, weitergehen, wie kann es weitergehen, das ist genau das Stichwort, Dag Schulze. Ja, also ich glaube, es ist jetzt wirklich wichtig, dass man nicht zur Symbolpolitik kommt, also dass das wirklich jetzt konkret ausgelebt wird, und das ist halt schwierig. Also weil eben viele Bürgerinnen nicht wissen, ja, wie klein der Handlungsspielraum der Kommunen eigentlich ist. Und ich würde mir wünschen, dass dieses Wissen wächst und dass wir auch eine breitere politische Debatte kriegen, ob wir nicht die Handlungsspielräume auf der lokalen Ebene mal erweitern könnten und natürlich auch in Richtung Rahmenbedingungen. Also Rahmenbedingungen mit German Zero, die haben ja eine Kampagne, wie sie sozusagen dann auch den Bund treiben wollen, sozusagen angefangen von unten. Da muss man halt gucken, ob das Erfolg hat. Aber ich glaube, es braucht irgendwas, was dann nachhaltig, wie es auch der Klaus schon gesagt hat, was dann nachhaltig so einen Druck aufbaut. Weil wir wissen, es bewegt sich, ohne Druck bewegt sich nichts. Und ich glaube, was wir auch haben, ohne immer auf Strukturen und was ich ja gerne mache, hinzugucken, ne, wie hierarchisch das alles ist, und ich wünsche mir das alles viel dezentraler und partizipativer, haben wir natürlich auch die überalterte Gesellschaft. Also was heißt überaltert? Es ist ja auch gut, sage ich mal, wenn wir uns nicht vielleicht zu stark vermehren, aber wir haben sicher historisch schon das Verhältnis, dass wir viele ältere Menschen haben, und wir wissen alle, also zumindest die dann schon ein bisschen älter sind, ich bin jetzt ja auch schon über ein halbes Jahrhundert alt, dass in der Regel die Vorsicht vor Veränderungen wächst, wenn man älter wird. Also immer, ich weiß es auch noch von meinen Großeltern, die immer, pass auf, mach dieses und jenes und pass da auf und so. Also Risikobereitschaft nimmt ab, und das sehe ich durchaus auch als ein Problem in unserer Gesellschaft. Also der Besitzstandswahrer sozusagen. Ja, das ist natürlich eine wichtige Geschichte sozusagen, um uns zu vergegenwärtigen, wie sieht der Hintergrund aus, vor dem wir eigentlich jetzt gerade auch in Bezug auf die Kommunen, in den Kommunen irgendwie handeln. Und das mit dem Druck ist auch richtig. Allerdings sage ich, wir können nicht darauf warten, bis der Druck wirkt, sondern wir müssen vorher schon was machen und zum Beispiel den Elan von so einer Veranstaltung wie heute versuchen mitzunehmen. Und da wäre zum Beispiel die Frage nach Schleswig-Holstein. Was kann man zum Beispiel als so eine Energiestiftung oder EKSH, Landesenergieagentur oder wie immer sie sich bezeichnen wollen, tun, um gerade auch Kommunen, die eher vom kommunalen Ehrenamt getragen werden,
in die Lage zu versetzen, sowas umzusetzen, ich sag mal, Kontrolle von Beschlüssen in Richtung Klimarelevanz etc. Weil ich befürchte, wenn wir diese wunderbaren Bilder, wie das zum Beispiel hier in Osnabrück läuft, wenn wir das in die Welt tragen, auch in die kleinen Kommunen tragen, dann zucken die erstmal zusammen, das kriegen wir doch nie hin. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie kriegen wir das in den Alltag von dem größten Teil unserer Kommunen, weil die meisten sind klein. Ja, schwierig darauf zu antworten. Ich würde mal vielleicht von zwei Seiten kommen. Das, was ich sonst immer mache, das ist, ich unterstütze alle, die etwas tun, immer auf gnadenlos positive Weise. Also die Energieolympiade ist wirklich ein Versuch, auch die Bürgermeisterin, die ein Elektroauto macht, mit dem sie ihre alten Leute in die Kreisstadt fährt, weil die sonst gar nicht dahin kommen, weil es keinen ÖPNV gibt. Die kauft sich dann ein E-Auto und das unterstützen wir. Und dann packt sie auch noch eine Solaranlage und einen Speicher ran. Das unterstützen wir auch. Und dann heben wir sie noch hoch und geben ihr den Preis bei der Energieolympiade. Also wirklich die, die was Gutes machen, immer unterstützen. Das ist sozusagen die Basisarbeit, was man natürlich gut machen kann, wenn man ein bisschen Geld hat und das ausgeben kann. Und ich glaube, dazu muss aber kommen das Bewusstsein, ja, wie ernst es ist. Da nehme ich das Wort des einen Schülers von vorhin, von Fridays for Future auf. Und wir haben da zum Beispiel gerade auch mit der Landesregierung ein Szenario, Schleswig-Holstein 2050 im 80- und 95%-Szenario Szenario. Da muss ich sagen, das war mir auch noch gar nicht so klar, was das auch für mich persönlich bedeutet. Also von Reduktion des Fleischkonsums, und zwar ganz deutlich, einer ganz anderen Landwirtschaft. Also die Aufgabengröße, da habe ich selber Respekt vor, aber ich glaube, dieses Wissen müsste aus den Elitenkreisen, in gewisser Weise sind wir auch ein spezieller Kreis, noch mehr raus in die Bevölkerung. Nicht unbedingt, um Angst zu erzeugen, sondern ich will mal dieses Wort Ernsthaftigkeit aufnehmen, um gleichzeitig zu sagen, neben dem Positiven, neben dem Lob für die, die was tun, da gibt es hier wahrscheinlich auch ganz viele, die hier sitzen, auch die Ernsthaftigkeit und sagen, es wird wirklich eng und wir müssen das machen, sonst schaffen wir das nicht mit den 80 oder 95%. Das ist nicht im Vorbeigehen und das ist auch nicht nur eine Frage der Energieerzeugung oder Versorgung. Herr Schütz, wie sehen Sie das? Sie sind in NRW relativ nah an Ihren Kommunen dran. Was empfehlen Sie Ihren Kommunen, Ihren kleinen Kommunen, die sowas machen wollen? Wie sollen Sie das angehen? Mir geht die ganze Zeit schon etwas durch den Kopf. Wir haben etliche Kommunen, die auch sehr weit schon vorangeschritten sind und die auch Erfolge vorweisen können, richtige Erfolge, ohne irgendwelche Namen zu nennen. Aber in diesen Kommunen haben wir immer irgendwelche Überzeugungstäter. Und das ist heute schon ein paar Mal angeklungen, dass wir in den Kommunen, wo was passiert, entweder in der Führungsebene oder zumindest in der zweiten Führungsebene der Verwaltung jemanden sitzen haben, der wirklich das Thema Klimaschutz auch nach vorne bringt. Und das wünsche ich mir eigentlich für alle nordrhein-westfälischen Kommunen. Das sind nicht so viele wie in Rheinland-Pfalz oder in Bayern oder in Baden-Württemberg. Es ist überschaubar, die Anzahl der Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Und wie gesagt, das wünsche ich mir und ich bin heute ein paar Mal irgendwie über diesen Roman von Frank Schätzing, der ist jetzt 15 Jahre alt, Der Schwarm, gestolpert bei vielen Vorträgen. Der hat etwas geschrieben über eine intelligente Lebensform. Das hast du vorhin auch schon mal angesprochen. Und genau da müssen wir hinkommen, dass wir ganz andere Lebensformen wieder entdecken, die wir vor 100 Jahren schon mal hatten. Das heißt auch, das, was der Herr Pieper vorhin gesagt hat, Einschränkung für den Einzelnen teilweise, aber auch mehr Lebensqualität. Da mache ich jetzt wieder. Wie kriegen wir unter den Stichpunkten, Frau Kicker, die kritische Masse hin, die Sie in Ihrem Vortrag angesprochen haben, beziehungsweise in der Podiumsrunde, die Sie angesprochen haben, also die ich immer brauche, damit etwas sozusagen so einen positiven Kipppunkt erreicht, von dem es dann kein Zurück mehr gibt? Im Prinzip ist die Antwort aber so wie auch schon am Ende meines Vortrags. Also es geht wirklich darum, immer die Willigen, diejenigen, die schon nach vorne gehen, die Aktiven in der Kommune zu unterstützen. Also ich
ich war neulich bei einem Vortrag von Harald Welzer, also Soziologe. Es sind alles Soziologen-Fragen, die wir aus der Soziologie klären müssen. Nichts, also ein paar Sachen kann man auch aus der Technologie machen. Und so, aber ich glaube, die entscheidenden Punkte, die wir brauchen, sind über Soziologie, also wie tickt unsere Gesellschaft, zu klären. Und der Harald Welzer sagte so sehr schön, wenn wir immer versuchen, alle mitzunehmen, müssen wir aufpassen am Ende, dass diese Menschen nicht ganz mitgenommen aussehen. Und das ist, finde ich, nochmal, also das verdeutlicht nochmal so dieses Bild von, wir wissen doch ehrlicherweise selbst nicht an jeder Abbiegung, wie wir gehen müssen und wohin wir gehen und wie wir sozusagen die Leute mitnehmen wollen. Also lassen wir doch diejenigen, die eine Idee haben, erstmal machen, unterstützen die und gucken dann, ob der Weg auch funktioniert. Also die vielen Initiativen unterstützen und dann kommen wir auf die kritische Masse. Okay. Sie sagten, wir brauchen die Überzeugungstäter in den Kommunen. Und das ist ja immer sozusagen ein Paradebeispiel, wenn dieser Überzeugungstäter oder die Überzeugungstäterin dann auch noch an den entsprechenden Schaltstellen in irgendeiner Verwaltung oder auf irgendeiner politischen Hierarchieebene irgendwie sitzt. Das Problem ist nur, dass der Alltag in vielen Kommunen ja anders aussieht. Wir haben ja ganz oft, ich sag mal, zivilgesellschaftliche Akteure, die sind mit Herzblut und Engagement dabei und treffen auf eine Verwaltung oder auch eine politische Ebene in ihrem Ort, in ihrem Dorf, in ihrem Landkreis, die will da nicht so richtig ran. Ja, das stimmt. Wie kommen wir an die ran? Sagt Schulze. Also, weil ne, die einen wollen und die anderen bremsen, wie kriegen wir das hin? Ma? Naja, also es würde natürlich helfen, entsprechende Rahmenbedingungen zu haben. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben die gleichen schlechten Rahmenbedingungen, wie wir gerade jetzt haben. Ja? Dann wäre es auf alle Fälle schön, wenn man einfach mal die was anders machen wollen, auch mal machen lässt. Also weil sie ständige Bedenken tragen, und da sind wir in Deutschland ja auch gut drin. Ne? Also sozusagen, wir haben immer Bedenken, irgendwas geht nicht. Aber jetzt sich mal zu vergegenwärtigen, sicher ist, wenn wir so weitermachen, geht es garantiert schief. Also könnte man sagen, jede Alternative kann nicht schlechter sein, weil, also noch schlimmer kann es ja fast gar nicht werden, als wenn man wirklich diesen Weg weitergeht. Also ich denke schon, das sollten wir uns immer überlegen. Also ob wir nicht wirklich dort in eine Breite gehen, dass wir sagen, lassen wir die Kreativen und vor allem auch vielleicht jüngeren Leute mal ihnen Freiräume geben. Also sicher nicht hier sozusagen jetzt den Stadtrat nur mit jungen Leuten zu besetzen, aber geben wir ihnen Freiräume, wo sie was ausprobieren können. Also Experimentierräume schaffen für verschiedene gesellschaftliche Gruppen auch, also nicht nur für junge Leute, sondern auch diese Blasen überwinden, sozusagen zusammenkommen, dass wir zusammenkommen, da sind diese Bürgerinnenversammlungen, glaube ich, sehr, sehr gut, über die Blasen hinweg kommunizieren. Und diese Bewegung wirklich zu nutzen, die dann möglicherweise, wenn sie nicht von einem kommunalen Gremium kommt, aus der zivilen Bevölkerung selber, kann man ja auch versuchen, eine Bürgerversammlung zu machen, und dort dann kreative Ideen versuchen zu erzeugen. Also ich glaube wirklich, das wäre es, also Experimentierräume schaffen. Das würde ich mir wünschen, dass wir diese Freiheit uns alle gegenseitig geben. Peter, Experimentierräume schaffen. Ja, ich würde mal sagen, vielleicht diesen Umkehrschluss vom Notfall zum Glücksfall oder Notstand zum Glücksfall wäre natürlich optimal. Ich baue natürlich auf Partizipation, Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung. Wir sehen das hier in Osnabrück gerade, da hat sich jetzt ein neues Netzwerk gegründet, das im Grunde das Gleiche macht, was die Natur- und Umweltverbände die letzten 20, 25 Jahre machen. Das ist jetzt quasi bereichert mit jungen, aktiven Leuten. Jetzt beschweren sich die Alten so ein bisschen. Ihr macht das Gleiche, dann haben wir uns quasi wieder separiert, indem wir die große Gruppe geteilt haben, die Bereiche Mobilität, Energie. Parallel gab es so ein Mobilitätsforum. Also völlig richtig, wir müssen natürlich hier etwas bewirken. Wir brauchen die Zivilgesellschaft auch, aber man muss andererseits auch schauen, dass wir nicht irgendwie so eine Art von Overkill erleben, indem wir zu viel vernetzen, machen und Ähnliches. Deshalb war mein Wunsch einfach auch in bestimmten Bereichen, endlich mal ins Handeln zu kommen und nicht weiter zu diskutieren, weil ich bin ewig diskutiert und wieder eine Unterarbeitsgruppe und so weiter. Eine Top-3-Liste von konkreten Kampagnen, Maßnahmen, die wir angehen. Und da müssen wir dann einfach eine gewisse Mehrheit finden, dass die sagen, natürlich vernetzen und diskutieren wir und partizipieren und erreichen andere Leute. Und da wäre einfach der Wunsch, ich würde einfach sagen, lass uns mit Solar beginnen, lass uns die Dächer voll machen, das können wir überall machen.
Und das wird disruptiv laufen, letzte Woche oder vor ein paar Tagen. Irgendwie 1,4 Cent war das in Ausschreibungen, Katar oder irgend sowas. Also die Preise gehen immer weiter runter, wenn die Wasserproduktion anläuft. Und nachher kombiniert mit E-Mobilität, disruptiver Anstieg, intelligent vernetzt und sowas. Wir müssen mal auch positiv denken. Ich will jetzt nicht auf dieser Technik rumreiten. Aber ich glaube, wir müssen jetzt auch so ein bisschen, das was heute Morgen angesprochen wird, so ein bisschen wegkommen von diesem, es wird alles schlechter werden, sondern es wird ja schon mal reichen, ein oder zwei wirklich positive Beispiele zu haben. Die haben wir ja teilweise hier Kreis Steinfurt oder andere gute Beispiele, die hier in der Region sind, die einfach tolle Sachen zeigen. Zum Beispiel, warum funktioniert die Windkraft im Kreis Steinfurt? Natürlich, weil es da nur 22 Bürgerwindparks gibt und das ganze Kapital da aus den, von den Bürgern oder von Bürgerinnen erbracht wurde und nicht von außen. Das heißt, da hat man keinen Widerstand. Da geht es gar nicht Diskussionen um den Abstandsregeln, das ist auch kein Thema. Sondern da wird überlegt, oder Rhein-Hunsrück-Kreis, die Kommune des Jahrzehnts, tolle Filme kann man googeln, irgendwie jetzt auf YouTube und sowas, die zeigen einfach, wie es geht, wenn man das anfasst und Treibhausgasneutralität, wir müssen über die Griffe schreiben, in diesen ländlichen Regionen klappt und funktioniert. Und diese Beispiele brauchen wir. Und wenn das funktioniert, jetzt machen die Kommunen viel Geld locker. Und dann würde ich sagen, das Geld, was sie locker machen, soll natürlich für die richtigen Bereiche ausgegeben werden. Ein weiteres Bereich, ich weiß, dass der ganz wichtig ist, wir dürfen die Gebäude nicht außer Acht lassen, weil das fällt uns dann sehr, ganz gewaltig vor die Füße, wenn wir jetzt schön Mobilität und die PV-Geschichten machen. Aber wir brauchen mehr oder weniger auch vernünftige Konzepte, wie wir den Gebäudebestand klimaneutral hinbekommen. Sonst haben wir da verloren, weil nur mit Strom wird es nicht gehen. Und wenn wir uns fehlen die Handwerker und andere, dementsprechend müssen wir natürlich schauen, wie wir da in diesem Bereich jetzt weiterkommen. Und da war auch mein Wunsch, vielleicht auch wenn der FGH gesagt hat, er macht es stadtweit. Quartierskonzepte, was Kiel macht, 7 oder macht der Kreis Steinfurt auch. KW 432 ist ein ganz wichtiger Bereich. Also in Nachbarschaften mit den Menschen vor Ort Kontakt aufnehmen, zu schauen, wie kriegen wir die Häuser fit, modern und so weiter. Genau, das ist ein richtiges Stichwort, also der Gebäudebestand. Wenn wir den Gebäudebestand vergessen, können wir alle Einsparziele in die Tonne kloppen. So ähnlich hat es bereits Professor Gerd Hauser 1991 geschrieben. Also die Erkenntnis ist nicht ganz neu, dass wir da ran müssen. Die Frage ist nur bei dem, was du ja zu Recht gesagt hast und was wir auch alle wissen, unsere Gesellschaft wird älter, wir alle wohnen als ältere Menschen in ältere Hütten, wo wir eigentlich keinen Bock mehr haben, die richtig anzupacken. Aber trotzdem müssen wir da dran, Herr Wortmann. Ja, weil, ja gut, ja, ich kann, nächste Runde gehe ich von Süd nach Norden. Nächste Runde mache ich von Süd nach Norden. Also, ich gebe es ja weiter. Ich glaube nicht, dieser Szenario-Studie, die ich heute nicht erwähnt habe, war auch klar, wir brauchen 2%, wir brauchen nicht 1%. Da war ja auch vorhin die Frage, ne? wie kommen wir da eigentlich hin? Und da war dann von einem Vertreter aus der Wohnungswirtschaft, wir haben gar nicht die Handwerker, das zu machen. Also die Bauwirtschaft in Schleswig-Holstein ist komplett ausgebucht. Wie wollen wir das überhaupt schaffen? Also man müsste vielleicht auch mal ein paar kreative Ideen entwickeln. Also serielles Sanieren oder irgendwelche Standardisierungen, vielleicht auch eine Green Card für Handwerker, vielleicht auch mal im Bildungssektor fürs Handwerk wieder mehr werben. Vielleicht haben wir die falschen Leute für die falschen Dinge ausgebildet. Also das gibt ganz interessante Aspekte auf einmal, wenn man dahin blickt. Also das sind so die ersten Ansätze, die ich dafür hätte. Gleich aufsuchen, Energieberatung, also Energiekarawane als Stichwort, ist auch was, was die Sanierungsrate hochkriegt, weil hochzieht sozusagen, weil die Leute, es ist ja so immer schwierig, ich muss irgendwo hingehen, muss mich beraten lassen. Wenn jetzt jemand zu mir kommt, ja, und mich sozusagen da in ein Gespräch einbringt, ja, dann denke ich vielleicht eher mal drüber nach. Und dann denke ich auch so soziale Geschichten, also dass möglicherweise ältere Leute, die vielleicht auch keine Kinder haben, vielleicht wirklich zusammen mit jüngeren Leuten, denen günstiges Wohnen bieten, ja, möglicherweise sogar in Richtung ja, nicht-medizinische Pflege. Immerhin ist irgendwie 70% der Zeit bei Pflege und nicht-medizinische Pflege. Das können junge Leute sozusagen leisten, die dann möglicherweise mit Älteren, müssen nicht die eigenen Eltern sein, zusammen wohnen. Also ich will einfach mal sagen, es geht um soziale und um technologische Innovation. Und dann lohnt es sich vielleicht auch wieder, dass die alten Menschen sagen, oh, wenn denn die hier sind, dann können wir doch vielleicht auch unser Haus und so weiter. Also ich würde sagen, da könnten so neue Prozesse in Gang kommen. Und das meine ich mit diesen Experimenten und Kreativität. Und da vielleicht auch wirklich zu viel Regulierung mal abbauen und lieber sagen, lasst doch mal ein bisschen die Leute machen. Ja, natürlich, die Zielrichtung sollte schon irgendwie
versucht, mit ihnen zu kommunizieren, aber vielleicht auch mal ein paar unkonventionelle Sachen machen und uns nicht so in so einem Regelgefängnis, weil in dem leben wir, finde ich, in Deutschland auch sehr stark. Weil auch NF kann man kritisieren. Also das Ganze, das ist alles die isolierte Gebäudehülle und mit Wärmespeicherung und wie Strahlungswärme, wie man sich wohlfühlt, ist da nicht viel drin in diesen technischen. Also es ist eigentlich, ist da sozusagen das Öl, also dieses Styropor, also dieses veredelte Ölprodukt mit 2% Öl und 98% Luft, das ist sozusagen die Geisteshaltung hinter diesen Energieeinsparverordnungen. Wenn man aber zum Beispiel monolithische Bauweise und Lehmputz und so weiter, also einfach nur so zu zeigen, also da gibt es viele Möglichkeiten, die zum Ziel führen. Ja. Ich würde sagen, also jetzt in der Sanierung, glaube ich, sind die technischen Lösungsmöglichkeiten nicht unser Problem. Ja. Also wir haben technische Lösungsmöglichkeiten, mehr als wir anwenden können. Was mich herausfordert, ist eher die Fragestellung, wie erreichen wir diese Menschen? Wie kommen wir tatsächlich mit dem, was wir tun, auch wenn es in Richtung Umsetzung von Klimanotstand geht, wie kommen wir raus aus unserer viel zitierten Blase? Welche kommunikativen Anstrengungen müssen wir unternehmen, um dahin zu kommen? Und das Rauskommen aus dieser Blase bezieht sich nicht nur auf die Bürgerinnen und Bürger, das bezieht sich genauso gut auf die Kommunalvertreter, die politischen Vertreter etc. Und da ist für mich die Frage, wenn man sich so die Experimentierräume vorstellt, die du gerade so ein bisschen skizziert hast, die übertrage ich jetzt ins ländliche Niedersachsen. Wie könnte das funktionieren? Weil ich weiß ja, es gibt solche Ansätze, solche Wohntauschbörsen oder Zusammenwohnbörsen zwischen Alt und Jung zu organisieren. Also es wird ja versucht, in verschiedenen Teilen des Landes Erfahrungen mit diesen Experimenten irgendwie zu sammeln. Und ich frage deswegen nach Niedersachsen, ich wohne ja selber hier in diesem Bundesland, und wenn ich da so an die eine oder andere ländliche Kommune denke, ohne jetzt einen Namen zu nennen, kommen mir Fragezeichen, was diese Experimentierfreudigkeit anbelangt. Wie siehst du das? Du guckst ja auch quer durchs Land. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich schwieriger wäre auf dem Land oder ist auf dem Land und im ländlichen Raum diese neuen Ansätze umzusetzen. Also letztendlich ist da die Nähe zum Bürger viel, viel näher. Und in dem Moment, wo ich dort einen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin habe oder auch eine Quartiersmanagerin oder einen Quartiersmanager habe oder von mir aus auch eine Pastorin, die das Thema nach vorne bringt. Also wir müssen auch da über diese Kommunikationsgrenzen hinausdenken. In dem Moment, wo wir jemanden haben, der für das Thema brennt und dafür auch andere Menschen begeistern kann, kann ich mir das auch in Blumenau, einer sehr kleinen Ortsteil bei mir in der Nähe, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Also und zwar in vielen Fällen sogar noch eher als in der Hannover-Oststadt. Also deswegen, ich würde da kein Stadt-Land-Thema rausmachen, sondern es ist immer die Frage, wie erreichen wir die Menschen? Und das ist meiner Meinung nach viel mehr einfach eine kommunikative Aufgabe, die wir an der Stelle lösen müssen. Und an der Stelle glaube ich, dass wir sehr viel von der Wirtschaft lernen können. Ich meine, wie verkaufen die Produkte, die sie in den Markt bringen wollen? Wieso fahren wir plötzlich alle SUVs? Dieser Wunsch ist ja in uns kreiert worden durch die Werbebranche. Und wenn wir uns dieser Instrumente ebenfalls bedienen, und zwar tatsächlich professionell, also Zielgruppen, genaue Ansprache, moderne Konzepte, die auch sexy sind und nicht ein Flyer, der irgendwie halbherzig durch einen Kopierer gejagt wurde, sondern wirklich professionelle Kampagnen, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass das auch landesweit in Niedersachsen funktioniert. Und zwar mit klaren Botschaften, also nicht, Mensch, zieht doch um oder saniert doch euer Haus, sondern Frau Schulze im Amselweg 7, für dein Haus haben wir eine bessere Idee, hier ist die Vorlage, mach das. Weil so hat VW auch genau angesprochen, um SUVs zu vermarkten. Also weg von diesem Gießkannenprinzip und allgemein denken, mach doch mehr Klimaschutz oder lebt doch klimabewusster, sondern ganz klare Vorschläge zu machen. Das bringt, ja, das ist richtig, das ist richtig, das ist korrekt, aber die konkrete Ansprache und das Machen von konkreten Vorschlägen, die Erfahrung kann ich nur bestätigen. Also wir haben jahrelang die Kampagne Haus sanieren, profitieren, also mit dem Handwerk und den Energieberatern zusammen gemacht, wo man wirklich eye to eye sozusagen am Wohnzimmertisch, am Küchentisch irgendwie über Sachen geredet hat, und dann kriegt man auch Sachen in Bewegung. Der Nachteil an diesen Modellen ist halt nur, sie sind sehr ressourcenintensiv. Ja, und wenn ich mir unsere kommunale Landschaft angucke,
die wenigsten kommunalen Verwaltungen strotzen vor Ressourcen. Die wenigsten, die ich kenne. So, ne, mal so ganz salopp gesagt. Und die Frage ist dann für mich, wie kriegen wir das umgesetzt? Also auch eine Landesenergieagentur hat begrenzte Ressourcen, hat begrenzte Möglichkeiten. Sie hat zwar einige Möglichkeiten, aber begrenzte Möglichkeiten. Aber ich glaube, dass an der Stelle schon auch der Schlüssel darin liegt, dass nicht jeder wieder alles neu erfinden muss und jede Kommune für sich wieder neu überlegen muss, wie muss der Flyer aussehen und wie spreche ich jetzt Formular an, sondern da spielen Landesenergieagenturen und wir haben ja Kampagnen, die wir den Landkreisen oder den Kommunen anbieten, eine ganz große Rolle oder noch größer gedacht. Also ich finde auch, das BMU kann an der Stelle einfach über Kommunikationskampagnen sehr viel lösen. Wir haben AIDS-Aufklärungskampagnen gehabt, wir haben Nichtraucherkampagnen gehabt. Also in dem Moment, wo die Rahmenbedingungen einmal im Ordnungsrecht anders geschaffen werden, also um jetzt die Analogie zum Rauchen zu ziehen, in dem Moment, wo ich das Rauchverbot in öffentlichen Räumen habe und das Stütze mit Kommunikation, haben wir da, glaube ich, eine ganz gute Chance, auch ein Umdenken in der Gesellschaft anzustoßen. Und, aber das, ehrlicherweise würde ich das nicht auf die ganz kommunale Ebene an der Stelle schieben. Also das ist eine Verantwortung. Die Umsetzung am Ende wieder ja, die Flyer zu nehmen und dann hinzugehen ja, aber in der Konzeption und in der Entwicklung weiß ich nicht, ob das wirklich jetzt für Niedersachsen gesprochen 450 Kommunen selbst machen müssen. Also um auch mal wieder doch was Größeres zu sagen, also ich meine, hier wird ständig Geld von der EZB ins System gepumpt, damit dieses System nicht zusammenbricht. Und dann ist es schon wichtig, und vielleicht kann man Frau von der Leyen auch mal so verstehen, dieses Geld könnte eben auch in Klimaschutz investiert werden und es könnte dann eben auch irgendwann die kommunale Ebene erreichen. Das könnte man sehr wohl machen. Also ich kann sozusagen auch eine Wirtschaft am Laufen halten, wenn ich das Geld, und das ist halt vielleicht wieder ein bisschen hin zu Keynes, also ein bisschen wieder Paradigmenwechsel, ja, dass wir wirklich dieses Geld, was wir brauchen, um das System, was ständig reingepumpt wird, das momentan gerade die Immobilien teurer macht, dass das dann eigentlich auch in Klimaschutz wirklich mal fließt und dass auch das bei Kommunalprogrammen ankommt. Das wäre doch auch mal eine Möglichkeit. Ja, das ist eine Möglichkeit, das ist klar. Nur, ich würde ganz gerne nochmal auf die etwas praktischere Ebene zurückkommen, wo wir alle was in der Hand haben, was wir machen können oder zumindest Versuche unternehmen können, was zu tun. Wir haben eben schon darüber gesprochen, na, Stichwort andere Multiplikatoren einsetzen. Wann macht denn die Energieagentur NRW die erste Multiplikatoren-Kommunikationsschulung für die Karnevalsprinzen? Da erwischen Sie mich jetzt auf den linken Fuß. Ich bin laut genug. Ich bin der absolute Anti-Karnevalist und ich bin auch kein Mensch, der über die argumentative Schiene irgendetwas machen kann. Ich bin Ingenieur. Okay. Ich kann rechnen. Und die Sachen, die für den Klimaschutz notwendig sind, von der Ingenieursseite, die stehen fest. Ja. Aber ich bin auch bei Frau Kicker. Wir müssen sehr, sehr viel im kommunikativen Bereich viel mehr machen. Und mir ist eben gerade bei dem Beispiel von der Nichtraucherkampagne eine andere Geschichte eingefallen. Die Älteren, es sind einige da, die können sich noch erinnern, dass man früher noch Auto fahren durfte, ohne angeschnallt zu sein. Und es hat lange, lange gedauert und richtig durchgegriffen ist es erst, als es ein Ordnungsrecht gab. Und das wünsche ich mir eigentlich beim Energieverbrauch und beim Klimaschutz auch, dass es ein Ordnungsrecht gibt. Aufgrund eines Ordnungsrechts, ich muss nur ganz klein sein, das ist dann ein Selbstläufer. Heute denkt kein Mensch mehr darüber nach, nicht angeschnallt zu fahren. Das Ordnungsrecht könnte man eigentlich wieder abschaffen. Und ähnlich sehe ich das, was du vorhin noch gesagt hattest, dass man diese Geschichte mit den Handys
Heute ist es so, dass jeder eigentlich ein Handy hat. Früher war es so, dass etliche Leute, gerade die ältere Generation, gesagt haben, sowas brauchen wir nicht. Und dass man wirklich so etwas, so einen Impuls weiter in die Bevölkerung bekommt, um eben etwas zu initiieren. Ich weiß auch nicht, wie man es macht. Ich bin kein Psychologe, aber das ist der richtige Weg. Über die technische Seite brauchen wir uns heute nicht mehr zu unterhalten. Weil ich gerne die Brücke wieder schlagen würde zu den Kommunen und den Handlungsmöglichkeiten der Kommune zurück, weil wir natürlich jetzt auch alle irgendwie dazu tendieren zu sagen, oh ja, die nächsthöhere Ebene muss machen und wir brauchen andere Rahmenbedingungen. Wenn es ums Ordnungsrecht geht, gibt es einen ganzen Sektor, in dem die Kommune selbst unglaubliche Einflussmöglichkeiten hat, und das ist der Verkehr in der einzelnen Kommune. Dort kann man über das Ordnungsrecht, über die Möglichkeiten, wie sieht die Parkplatzsatzung aus, genau, Tempo 30 Zonen, autofreie Innenstadt, ich könnte jetzt noch Ampelschaltung für Radfahrer. Also an der Stelle gibt es ganz viele auch kleine Maßnahmen, die nicht mal was kosten. Also da kann der Kostenaspekt keine Rolle spielen. Das sind alles die Möglichkeiten, die wirklich auch im Handlungsspielraum ihrer Kommunen liegen. Also dass man nicht immer nur sagen muss, die Nächsten müssen machen, sonst können wir ja gar nicht. Das Problem ist natürlich, Städte, kein Problem, da kriegt man es hin, ländlicher Raum ganz, ganz schwierig. Wir haben einfach falsch die Infrastruktur aufgebaut, die Zersiedlung der Landschaft bedingt eigentlich zurzeit, dass wenn man auf einem Dorf wohnt und quasi in der Stadt arbeitet, oder nicht mal direkt in der Innenstadt, sondern im Stadtrand und sowas, mit ÖPNV und Schnellradwegen kommt man das, kriegt man es nicht geregelt. Da müssen irgendwie andere Lösungen her. Ich denke schon, die werden sicherlich nicht die ersten Lösungen, die man findet, sein, sondern wir sollten natürlich mit den Städten anfangen, wir sollten schauen, welche Möglichkeiten es gibt für den ländlichen Raum, und vielleicht kriegt man sich irgendwann hin mal mit Autonomie und was weiß ich, was da irgendwie für Zukunftsmodelle sind. Aber ansonsten würde ich natürlich schon mir wünschen, dass es irgendwann auch schon eine Gleichrangigkeit von Stadt und Umland und ländlicher Raum erfolgt. Genau. Herausforderungen. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir haben hier einen ganzen Raum voller Menschen, die engagiert bei der Sache sind, die was ändern möchten, die was in Bewegung bringen möchten. Und von daher würde ich jetzt sagen, angesichts dessen, dass wir gegen 17 Uhr schließen wollen, angesichts des heutigen Tages, was möchtest du in drei Worten den Menschen hier auf den Weg geben? Fragen Sie sich, was Sie beitragen können und wo Sie am wirkungsmächtigsten was für die Sache erreichen können. Danke. Macht mehr Bürgerbeteiligung. Ja. Wir machen weiter. Taten statt Warten. Ja, drei Worte würde ich sagen, am Ball bleiben. Ich kann keine drei Worte. Herr Bonde hat heute Morgen einen ehemaligen Bundespräsident zitiert. Ich zitiere mal einen noch lebenden Unternehmer. Wer etwas will, sucht Wege. Wer etwas nicht will, sucht Gründe. Genau. Damit, ja. Ja, vielen Dank.